Denkwerkstatt Zukunft. Diese Initiative hat das Evangelische Jugendwerk in Württemberg bei der Delegiertenversammlung 2012 im Mai gestartet. Denk Zukunft, das ist die erste Ermutigung und Aufforderung, die wir damit verbinden. Auf dem Logo sieht man, dass auch die Werkstatt durch die Zahnräder hervorgehoben ist. Wir wollen nämlich dazu auffordern, dass man einzelne Ideen, Tools aufgreift und mit der Situation vor Ort in Verbindung bringt. Dass die Fragen und die Bereiche, die Tools mit dem zusammenpassen, was vor Ort gebraucht wird. Verantwortliche in Gremien, ob in der Jugendarbeit oder in Kirchengemeinden oder Kommunen, sollen zusammenfinden und sich mit diesen Fragestellungen, die die Zukunft betreffen, befassen. Denk Zukunft. Diese Ermutigung wollen wir mitgeben, auch mit dem Horizont, dass wir überzeugt sind, dass wir als Christen im großen Horizont des Reiches Gottes leben und wissen, die Zukunft Gottes ist jetzt schon da, in Jesus Christus, und sie kommt als gute Zukunft auf uns zu. Deshalb hoffnungsvoll, neugierig, in die Zukunft denken, mit der Denkwerkstatt Zukunft, das wünschen wir uns für die Jugendarbeit.